Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frau Landtagsvizepräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vor dem Rathaus weht seit einem Jahr die ukrainische Flagge. Seit einem Jahr erleben wir mitten in Europa einen feigen Angriffskrieg. Russland hat die territoriale Integrität der Ukraine angegriffen. Russland hat ein souveränes Land mitten in Europa überfallen. Seit dem ersten Tag verteidigen sich die tapferen Ukrainerinnen und Ukrainer gegen die russische Aggression. Aber seit dem ersten Tag verteidigt die Ukraine nicht nur sich selbst. Die Ukraine verteidigt unsere europäischen Werte, unsere Freiheit, unsere kulturelle Identität, unser Europa und damit auch uns alle. Und ich werde nicht müde zu betonen, wir müssen alles Menschenmögliche tun, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Dieses Unrecht, dieser Zivilisationsbruch darf uns nicht kalt lassen. Die Welt darf diesen Zivilisationsbruch nicht hinnehmen. Wir müssen der Ukraine zur Seite stehen, durch symbolische Hilfe, aber auch durch tatkräftige praktische Unterstützung. Wir haben in Düsseldorf vieles mit unserer neuen Partnerstadt Czernowitz auf den Weg gebracht. Wir sind Zuflucht geworden für mehr als 8000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Und ich bin dankbar für die Unterstützung, für die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer hier auch aus Düsseldorf. Frau Generalkonsulin, liebe Irina, wir stehen an der Seite der Ukraine. Die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Und die Ukraine wird eines Tages ein europäischer Staat in unserer Mitte. Dagegen kann auch dieser Krieg nichts ausrichten. Slava Ukraini! Wir hören gleich eine Rezitation aus dem Gedicht Schweigen 2 von Rosa Ausländer, vorgetragen von der Künstlerin Anastasia Stuschak aus Odessa. Doch zuvor darf ich das Wort zunächst weitergeben an die Generalkonsulin. Liebe Irina, du hast das Wort. Eine verschwiegene Hand löscht die Lampe im Fenster. Unsere Stimmen schlafen. Ich lege mein Schweigen auf deine Lippen. Du gibst es wortlos meinem Mund zurück. Sternfedern fallen uns in der Rede, verbrennen. Wir blasen ins Aschengefieder. Um unseren Atem verstärkt Sternphönix. Steig aus der Stimme. Verstohlene Hand zündet im Fenster die Lampe. Мовчазлива рука гасить лампу в чиємсь вікні. Наші голоси засинають. Я кладу своє німування на твої змовклі губи. Ти безмовно повертаєш його моїм устам. Зористі пір'їни спадають у нашу розмову, безслідно згорають. Ми дмухаємо в опелясте пір'я. Довкола нашого подиху виростає зміцнілий у тиші. Eine Minute zu schweigen, der Opfer zu gedenken und für den Frieden zu beten. Ja, das war nett, ne? Wir schreiben. Ja. Okay.
habe ihn noch nicht gefragt. Warten wir mal ab. Haben Sie alle? Ich glaube, dass dieser Krieg auch in einer entscheidenden Phase